Saber, hier ist Saber 2. Wir sind am Boden und sichern jetzt den Landepunkt. Bitte komm, over. Saber 2, hier ist Saber. Verstanden. Die Flotte ist unterwegs und befindet sich demnächst in Reichweite des feindlichen Frühwarnsystems. Sie müssen das Frühwarnsystem so schnell wie möglich ausschalten. Die Flotte ist demnächst in Reichweite einer Sunburn-Raketenstellung. Ein Ausweichmanöver kommt nicht in Frage. Die Landung auf Skira muss morgen stattfinden. Verstanden? Over. Saber, hier ist Saber 2. Alles verstanden. Wir sind unterwegs. Out. Okay, Marines. Das Zielobjekt ist eine Radaranlage der VBA. Wir müssen sie ausschalten, bevor die Flotte auf ihrem Schirm erscheint. Seid konzentriert. Achtet auf euren Abstand. Und behaltet euren Bereich im Auge. Machen wir uns auf den Weg. Ja, hallo und guten Tag. Wir spielen heute eine Runde Operation Flashpoint Dragon Rising. Wie ihr gerade die Story mitbekommen habt, ne, geht's jetzt los. Wir sind jetzt auf Skira, beziehungsweise einer kleinen Insel vor Skira. Das ist die große hier, wie ihr seht. Das ist die Spielkarte, auf der wir uns bewegen. Operation Flashpoint ist jetzt, also Dragon Rising ist jetzt der Nachfolger von Operation Flashpoint Cold War Crisis und dazu Red Hammer und Resistance. Danach kam halt eine Abart von Flashpoint, das ist dann Armed Assault gewesen und Armed Assault 2, beziehungsweise Armor. Ja, Operation Flashpoint Dragon Rising ist halt auch wieder von Codemasters und soll ich großartig zu sagen. Ich fange einfach mal an zu spielen, ist halt ein Taktik-Shooter. Vorab, warum jetzt vielleicht manche sich wundern, der ist ja gar kein Hack, da ist ja nichts, keine Munitionszeige, gar nichts. Ich spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ne? Man muss ja nicht hier jeden Pillepalle-Scheiß mitmachen. Wir wollen gleich direkt loslegen. Und Mission ist jetzt, ganz kurz die das Radarsystem zu zerstören, die Boden-Luft-Abwehrraketen. Das wäre hier das Radarsystem und die anderen sind dann hier oben halt nochmal und hier an dem Strand. So, na, wir machen jetzt erstmal auf den Weg. Die Grafik ist auch, also wenn man sich an die ersten Teile oder an erstes Teil von Operation Flashpoint zurückerinnert, haben sie die Grafik wirklich überarbeitet. Finde ich optisch schon sehr, sehr schön. Aber wie der mal so ist, kommt nicht immer auf die Optik an. Dann gucken wir mal, was wir hier so hinkriegen. Tag-Nacht-Wechsel wie in dem ersten Teil auch. Realismus pur, also Streifschüsse und solche Dinge sind hier Mode. Ich zeige jetzt einfach mal das Spiel und. Saber 2, hier ist Saber. In Verteidigungsstellung bleiben, bis Saber 1 und 3 abgesetzt wurden. Verstanden? Over. Saber, hier ist Saber 2. Verstanden. Wir halten den Landepunkt, bis wir den Befehl zum Vorrücken erhalten. Over. Gewehrschütze. 200 Meter südwestlich. Gewehrschütze wurde eliminiert. Haha, da schießt der Heli. Sehr schön. Dann gehen wir mal da hoch. Ja. Saber 2, hier ist Saber. Saber 1 und 3 sind gelandet. Rücken Sie auf das erste Zielobjekt vor. Saber out. Der muss noch leben irgendwie. Ihr seht auch die, wie bestimmte Pflanzen bzw. die Umgebung halt verschiedenste Schärfestufen hat jetzt. Mann, was ist denn heute los? Da haben sie echt drauf geachtet. Finde ich echt schön. Also. Was natürlich nicht zu wechseln ist, das Spiel ist 2009 rausgekommen. Und. Beziehungsweise 2010, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube Ende 2009, Anfang 2010, irgendwie im Oktober 2009, glaube ich, war es gewesen. Toter Soldat, einer von denen. Ja. Der. Sieht sie noch ein bisschen auf dem Boden rum. Naja, hab's nicht gesehen. Da haben die den erschossen. Sehr schön. So. Feindkontakt! Saber, hier ist Saber 2. Wir haben die Radarstation gesichtet. Out!
Saber 2, hier ist Saber, verstanden. So, schießen wir mal darin. Ziel, Unterstützungsschütze wurde eliminiert. Was macht er denn hier? Irgendwie? Feindkontakt! Gewehrschütze! 100 Meter südlich! Muss hier mal irgendwie diesen Feuermode ein bisschen komisch zu wechseln. Okay. Lade nach! Also ich kann auf Einzelfeuer und auf Dauerfeuer stellen. Aber den Granatwerfer anzuwählen, da muss man halt doppelt diese Waffe drücken. Dementsprechend hat er jetzt ganz komisch nachgeladen. Und ohne HUD ist es natürlich echt schwierig, dann halt was zu sehen, ne? Lebt der noch? Oder ist der Soldat! Einer von denen! Es sind da unten natürlich noch ein paar Leute in der Stadt. Wir müssen jetzt erstmal hier. Die Radarstation kaputt machen. Sprengladungen bereit! Raus hier! Ich verstehe auch gar nicht, warum die anfangen hier rumzuballern. Nochmal kurz, nur mal hier. Normale Verteilung, zusammenrücken. Stopp. Positiv. Feuer einstellen. Positiv. Die Leute laden das hier hoch, um zu ballern. Saber, hier ist Saber 2. Ziel ausgeschaltet. Bitte kommen, over. Saber 2, hier ist Saber. Ausgezeichnet. Halten Sie die Position und beobachten Sie das Dorf. Out. Meine Leute kommen jetzt von da oben runter irgendwie. Saber 2, hier ist Saber. Die Flotte ist jetzt in Reichweite. Ihre Hauptgeschütze stehen zu ihrer Unterstützung bereit. Over. Dann schieben wir mal. Saber, hier ist Saber 2. Verstanden. Anforderung folgt. Out. Bereithalten für Feuerunterstützung. Over. In Bereitschaft. Feuerunterstützung. Koordinatenpunkt 2, 1, Oscar, X-Ray, 7, Yankee, 7. Feuerunterstützung ausgeführt. Feuer frei. Saber, hier ist Saber 2. Ziele getroffen. Out. Saber 2, hier ist Saber. Helfen Sie bei der Eroberung des Dorfs. Begeben Sie sich anschließend zum Landepunkt nördlich Ihrer Position. So. Trident steht zu Ihrer Evakuierung bereit. Over. Ja, schieben wir mal runter in die Stadt. Ah, ist ja keine Scheiße, ein Dorf. Gut. Geh zu. Ist ein Dorf. Saber 2, hier ist Saber. Achtung, Trident befindet sich im Anflug auf den Landepunkt. Out. Ziel, Panzerabwehrschütze, wurde eliminiert. Ich hab das Outfit immer noch rum. Ja, man muss wirklich aufpassen, was man hier macht. Wenn die Bots nicht einen sehen, dann manchmal. Die können manchmal schneller zielen, als man denkt. Aber irgendwie scheinen alle tot zu sein. Na gut. Ah ja, hier sind meine Freunde. Gut, na dann Jungs. Aber rennen in die Karre. Ins Fahrzeug einsteigen. Positiv. Bin drin? Alle drin. Dann los.
Saber 2, hier ist Saber. Trident fliegt eine Warteschleife und wartet auf die Freigabe zur Landung. Out. Saber 2, hier ist Saber. Trident meldet mehrere leichte Fahrzeuge auf der Nachschubroute aus nördlicher Richtung. Sie müssen den Landepunkt sichern, damit Trident sie evakuieren kann. Verstanden? Over. Saber, hier ist Saber 2. Alles verstanden. Wir greifen an. Out. Was ist gerade so ein Fehler und Tropfen? Ich sehe doch wieder. Jeep, 300 Meter nördlich. Oh, Jeep, 300 Meter nördlich. Ich bin ehrlich, ich ziehe ja gar keinen. Doch da. Jeep, 200 Meter nördlich. Oh, da kam eine Rückenrakete. Sehr schön. No, verfehlt. Jeep, 200 Meter. Lade nach. Jetzt hat er ihn getroffen. Ich habe ein Problem. Ich bin getroffen. Fuck, wer ist getroffen? Oh, sieht ja auch schon gut aus im Gesicht. Lade nach. Feindkontakt. Gewehrschütze. 200 Meter. Nördlich. Ich muss mal kurz hier auf die Straße gehen, mal gucken, ob wir sehen. Ja, das war Verband, das war das Falsche. Hm. Ich glaube, die leben noch, sonst würde der Hubschrauber landen. Bin mir jetzt aber gerade auch nicht so wirklich sicher. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen einfach mal hin. Beziehungsweise stecken wir in die Karre ein hier. Ins Fahrzeug einsteigen. Oh, ah, stopp. Positiv vorrücken. Koordinatenpunkt 2, 1. Oscar, X-Ray, 8. Yankee, 1. Bleib doch stehen. Das liebe ich ja, wenn die Leute... Ach, er hält sich selber. Sehr schön. Sehr gut. Wunde versorgt. Sehr gut. Mir folgen. Dann los uns. Guck mal, was da abgeht. Ich trau mich gerade irgendwie nicht dahin zu fahren. Na gut, warten wir einfach mal. Mann. Echt. Also man muss wirklich an die Seite gehen, wo man einsteigen will. Jetzt sag mir nicht. Ich will Fahrer sein. Vorrücken! Koordinatenpunkt 2, 1, Oscar, X-Ray, 8, Yankee, 1. Ich komme. Gewehrschütze, 100 Meter, Tom, Saber, hier ist Saber 2, der Landepunkt ist gesichert. Geben Sie Trident das Okay zur Landung, over. So, wir müssen jetzt... Ah, müssen wir hin. Ja, das ist halt, wie gesagt, Operation Flashpoint. Man hat halt eine riesen Karte, eine riesen Umgebung, man kann sich auf dieser Karte halt frei bewegen, ohne dass man irgendwie im Gegensatz zu anderen Spielen halt wie Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield oder sowas so ein schlauchförmiges Level hat, wo man sich dann nur auf diesem einen Weg bewegen kann. Nee, kann man sich wirklich frei bewegen kann, quer durch die Wildnis fahren. Und das macht halt solche Spiele für mich, in meinen Augen, wirklich interessant, weil mich nerven solche Spiele wie Call of Duty, wo man wirklich ein kleines Level hat, wo man wirklich, keine Ahnung, drei Meter läuft und ist die Karte zu Ende, weil irgendeine unsichtbare Mauer in den Weg versperrt. Und
Spiel kann man ja halt natürlich auch jetzt im Multiplayer spielen. Entweder im Koop-Partie-Modus, zu viert, oder im Multiplayer gegeneinander, mit 32 Mann. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wie das jetzt aussieht mit dem Internet-Server. Ich habe mich jetzt nicht so schon ein bisschen länger her, das Spiel letztes Mal gespielt habe. Deswegen weiß ich nicht, wie da jetzt im Internet aussieht, ob es da Server gibt, ob es da Leute gibt, die das Spiel spielen. Positiv! Auf jeden Fall im Kooperativmodus sehr schön. Ich habe es damals durchgespielt zusammen mit Sulpitz. Und hat echt viel Spaß gemacht, also war cool. So, gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ein schöner Sniper. Nehmen wir mit. Und nehmen wir. Unterschied. Nehmen wir die mit. So. Schnappen wir uns mal eine tolle Sniper hier. Nehmen wir uns hier auf die Lauer. Gewehrschütze, 200 Meter, nordwestlich. Ziel, Gewehrschütze. Schnauze da unten. Feindkontakt. Unterstützungsschütze. 200 Meter. Zack. Nordwestlich. Ziel, Unterstützungsschütze. Wurde eliminiert. Hier war irgendwie so. Feindkontakt. Gewehrschütze. 200 Meter. Nordwestlich. Ziel, Gewehrschütze. Zack. Wurde eliminiert. Ich habe so ein gutes Gefühl, dass hier irgendwo noch welche sind. Steht ein Helikopter? Da steht, dass wir zerstören müssen. Wie war das so, dass wir... Ja, den jetzt erschossen. Feindkontakt! Gewehrschütze! 100 Meter nördlich! Lade nach! Ganz entspannt wechselt die Waffe. Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Da rutschen sie in den Berg runter. Oh Mann, so. Lade nach! Na, rutsche der nächste. Gut, haben wir Glück alle. Gut. Wie er runterrutscht. Oh, toter Soldat, einer von denen. Ja, also wir haben auch einen schönen Tag- und Nachtwechsel, also für alle, die halt jetzt das Spiel ein bisschen länger spielen sollten, weil sie meinen, oh, wir genießen mal ein bisschen die Landschaft, dann wird später dunkel und dann kann man auch das Nachtsichtgerät benutzen und das andere Equipment, was man noch so mit hat. Können wir hier so, würde ich aussehen, ist natürlich noch alle ziemlich hell. Man kann es dann nutzen. Also da. Falsch. Da. Saber, hier ist Saber 2. Bodenluftraketen ausgeschaltet. Out. Saber 2, hier ist Saber. Verstanden. Setzen Sie die Aufklärung fort oder ziehen Sie sich zur Evakuierung zum Landepunkt zurück. Saber, out. Aufklärung fortgesetzt. So. Also unsere Mission ist ja, dass wir jetzt diese ganzen Bodenluftabwehrraketen zerstören müssen und die ganzen Radarstationen und sowas. Weil wir morgen, also quasi am nächsten Tag, auf Skira landen mit unserem Trupp und dann ein bisschen Radau machen. Weil ich eigentlich ziemlich cool finde in der Kampagne hier, dass man zwei verschiedene Squads spielt. Man spielt einen Squad, was in der Nacht halt durch die Gegend ist, das ist dieses Saber Squad hier. Diese Spezialeinheit, die
Unterstützungsschütze. 200 Meter. Wo? Nördlich. Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Okay, der ist tot. Da oben auf dem Berg wahrscheinlich. Gewehrschütze, 200 Meter, nördlich. Doch, die müssen ja den Berg runterkommen. Zu clever ist, wenn wir jetzt hier runtergehen. Der liegt da rum, das sehe ich aber. Da waren noch zwei Typen gewesen. Ich sehe schon, wie ich gleich einen Headshot kriege. Na gut. Wird schon welche sein. Schüsse. Die schießen aber nicht auf mich, oder? Strange. Gewehrschütze, 200 Meter, südlich. Ach da, ich hab sie gesehen. Düppidüppidü, dafür haben wir ein Scharfschützengewehr. Oh. Da war noch ein Zweiter mit dem. Ach, der lebt noch? Feindkontakt, Gewehrschütze, 200 Meter, südlich. Und wie will er sie hinlegen jetzt? Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Zack. So wird's gemacht. So. Ja, ihr habt gerade gesehen, wenn man sich hinhockt, dann verzieht, also beziehungsweise bei jedem Schuss, zieht das Ding natürlich weg, ganz klar. Deswegen habe ich mir jetzt gerade hingelegt, dass es ein bisschen genauer ist. So, wie weit sind wir denn schon? Ja, schon 20 Minuten gelaufen und trotzdem nur 5 Meter geschafft. Na, also wie gesagt, die Karte ist wirklich enorm groß. Ich glaube, die Spielwelt soll irgendwie 220 Quadratkilometer sein. Also echt, ihr lauft euch einen Wolf. Den Helikopter wollte ich jetzt nicht nehmen, weil überall immer so ein paar MG-Schützen rumsitzen und ein paar Autos. Und die den Helikopter halt relativ fix runterschießen können. Dann bin ich halt kaum gestartet, ist das Ding irgendwo wieder abgestürzt und ich muss dann halt wieder zu Fuß weiter rennen. Und das Problem beim Abstürzen ist halt, ne, man könnte dabei drauf gehen. Weil ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Weil, das ist das Nächste, wenn man jetzt irgendwie erschossen wird, oder wenn die Mission jetzt hier gescheitert ist, weil ich erschossen wurde, dann gibt es nicht irgendwie einen Kontrollpunkt laden und dann irgendwie jetzt gerade irgendwie an der Küste weitermachen. Nee, man muss die ganze Mission neu starten. Das heißt, man muss sie ein bisschen zusammenreißen und gucken, dass man mit dem Leben hier nicht so achtlos umgeht.
Ihr hört jetzt gerade das Herz pochern, das ist halt, wenn man schön ordentlich rumsprintet. Was wir jetzt noch nicht gesehen haben, vielleicht kommt es nachher nochmal, man kann in dem Spiel halt angeschossen werden und wenn man halt angeschossen wird, dann wird es halt wie bei den normalen Ego-Shootern, die man halt kennt, dann wird das Bild halt so ein bisschen rot bzw. weiß und man merkt dann so langsam, dass es zu Ende geht, weil man halt zu viel Blut verloren hat. Und dann kann man sich halt ein paar Bandagen anlegen, wird aber nicht komplett geheilt, also man ist dann nicht wieder wie bei Battlefield oder bei Medal of Honor, Call of Duty oder so, wo man angeschossen wird und dann geht es, keine Ahnung, 2 Minuten später weiter, weil man Chuck Norris ist. So ist es hier nicht, also man kann sich quasi bandagieren, kann den Blut, die Wunde halt, die Blutung stoppen, so, und muss sich dann halt vom Sunny heilen lassen, dass man wieder normal weitersprinten kann, dass man halt normal durch die Gegend rennen kann, solche Dinge. Also der Sunny ist hier eine wichtige Person, eine wichtige Komponente im Spiel, die man auf alle Fälle benötigt. So. Was ihr da hinten im Hintergrund seht, ist die andere große Insel. Das Graue da hinten. Andere Küste. Und da unten ist der Hafen. Die kleine Leuchtturm. Ich sehe da schon die ersten Leute rumrennen. Und da oben sehe ich auch schon die ersten Feinde. Jo, dann werden wir uns erstmal die Typen oben auf den Berg holen. Brauche ich mal eine ordentliche Position. Ja, ich werde mich mal hier hinlegen. So, dann gucken wir mal. Gewehrschütze, 300 Meter östlich. So, das ist natürlich eine ganz schöne Entfernung. Das heißt, wir können jetzt nicht normal mit dem Fahrzeug ziehen, weil wir eine ballistische Kurve haben. Gewehrschütze, 400 Meter nordöstlich. Ziel, getroffen. Unterstützungsschütze, wurde eliminiert. Der erste Schuss gleich. Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Ja, so schnell geht das. Nicht über Santa Barrikade gucken können. Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Ziel, Gewehrschütze, wunderbar. Wurde eliminiert. Wunderbar. Panzerabwehrschütze, 500 Meter nordöstlich. Oh, da kommen wir hier noch einen Berg hoch. Gewehrschütze, 400 ja, Meter sieht östlich. Sieht gerade ein bisschen komisch aus, aber der ist so ein Hügel, der nicht angezeigt wird. Der ist von der Textur her ist eine unsichtbare Mauer. Wenn wir jetzt ein bisschen näher rankrauchen würden, dann... Unterstützungsschütze, 400 Meter östlich. Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Ja, sieht ein bisschen buggy aus, aber werdet gleich sehen, wenn ich da hochlaufe. Dass da. Ja, zeig dich. Hä? Jetzt. Gewehrschütze, 400 Meter östlich. Aber. Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Gut, okay, ich habe mich getroffen. So, das müsste jetzt alle gewesen sein da oben. Ja, sehr schön. Ja, zu dem Spiel gibt es noch einen Nachfolger. Und zwar ist das Operation Flashpoint Red River. Den habe ich mir auch besorgt. Übrigens, Dragon Rising ist wirklich für wenig Geld zu kaufen. Also ich glaube, ich habe es damals für 7,95 oder so bei Amazon gekauft. Wer Interesse hat, ne, kann sich das Spiel auch kaufen. Dürfte sogar noch günstiger geworden sein, wenn es nicht sogar schon hinterhergeworfen wird für 10 Cent oder so, keine Ahnung. Weil dieses Spiel anscheinend, ich weiß nicht warum, ist es bei der Operation Flashpoint Community nicht so angekommen. Mir persönlich gefällt es sehr. Ich finde es sehr schön, sehr realistisch. Ist halt ein Taktik-Shooter, kein Arcade-Shooter wie Battlefield oder wie Call of Duty. Aber generell ist es ja so heutzutage,
bestimmte Dinge versteht man einfach nicht, ne? Wenn man sich anguckt, Call of Duty bringt jedes Jahr ein neues Spiel raus, also Activision, Call of Duty Teil, und die sind alle gleich. Optisch sind sie alle gleich, zwei, drei Sachen wurden verändert und die Leute stürzen sich auf dieses Spiel, wo man dann manchmal denkt, so, was ist denn da los, ja? Dann gibt es halt andere Leute, die halt wirklich drei, vier Jahre verstreichen lassen, dieses Spiel optisch überarbeiten komplett und spielerisch einfach nochmal verbessern und dann wird es nicht gekauft. Ja? Also irgendwie ist das, muss das irgendwie nicht finanziell nachvollziehen, aber gut, so ist es halt manchmal. So, gucken wir mal nach hier. Muss ja nicht jeder den gleichen Spielgeschmack haben. Toter Soldat, einer von denen. Wie ich ihn hab. Und hier. Munition, okay. Und hier. Ah ja, genau. Unser Rakete. War da unten nämlich. In dem kleinen Hafen dort an dem Leuchtturm. Ist ein BMP. Ja, ich weiß es, weil ich die Mission kenne. Die werden wir gleich sehen. Ich hoffe, ich werde nicht weggeschossen von irgendwelchen Soldaten. Gewehrschütze, 300... Saber, hier ist Saber 2. Wir haben eine starke Verteidigungsstellung am Leuchtturm im Norden der Insel gesichtet. Bitte kommen, over. Saber 2, hier ist Saber. Verstanden. Sie haben die Erlaubnis zum Angriff. Saber out. Bowling mal an hier. Schöne Javelin hier. So, gucken wir mal. Schöne Wärmebildkamera. Aber den LKW sehen wir, den BMP sehen wir noch nicht. Da ist er. Feindkontakt! Transportpanzer! 200 Meter! Oh, ich bin schön, dass er den nicht anvisiert. Hallo? Will nicht drauf gehen. Ist nicht so Bock drauf. Boah, die Javelin muss ja richtig schwer sein, Junge. Der bewegt sich ja gar nicht vorwärts. Die Leute lassen sich da nicht erschießen. Da haben wir noch einen. Panzerabwehrschütze, 300 Meter nordöstlich. Jetzt. Zack. So, das ist die Javelin. Sehr schönes Gerät. Da haben die Leute sich mal ganz schön mit überlegt. Das ist eine zielsuchende Rakete. Das heißt, ich visiere das Ziel an und dann kann ich egal wohin schießen und die Rakete verfolgt ihr Ziel. Und dann kann derjenige mit seinem Panzer, Hubschrauber, sonst wo nichts mehr machen gegen. Ziel! Panzerabwehrschütze wurde eliminiert! Versucht er zu fliehen oder was? Der kraucht da weg. Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Alle meine Leute ganz hier? Ja, alle noch ganz. Und nee, Messer wollen wir nicht. Eine Ding. Irgendwo muss doch einer sein. Wie hat er eine Rauchgranate hier drauf, auf alle Fälle? Da oben sitzen die Kinder mehr, im Berg. Toter Soldat, einer von denen. Sehr schön, also frei soweit. Eine Karre.
Ins Fahrzeug einsteigen. Positiv. Hinten ist keine Mörsersche. So. Nimm mich mit. Bodenluftraketen ausgeschaltet. So. Out. Saber 2, hier ist Saber. Verstanden. Setzen Sie die Aufklärung fort oder ziehen Sie sich zur Evakuierung zum Landepunkt zurück. Saber, oh, out. Ich hab's geschafft. Eine Stelle auf Kippen, eine Kippen zurück. So. Mal nachladen mal hier, Klammer. Wenn wir kurz die Javelin nehmen hier, gucken wir mal, ob wir noch Munition haben. Ja, haben wir noch eine Rakete, sehr schön. So, und jetzt machen wir uns mal ganz einfach. Du willst die Anlage, die wir zerstören müssen. Wollen wir die extra mal hinfahren? Da fliegt sie. Saber, hier ist Saber 2. Sunburn-Raketen außer Gefecht. Over. Habt ihr gerade die Verzögerung des Schusses mitbekommen? Oder ziehen Sie sich zur Evakuierung zum Landepunkt zurück? Halt. Das ist Operation Flashpoint. Wir versuchen viel auf Realismus zu gehen und ich finde persönlich, dass es denen sehr gut gelungen ist. Also kann nicht nachvollziehen, warum es bei den Leuten nicht so angekommen ist. Bei der Operation Flashpoint Community. Naja, egal. Mir macht Spaß, das ist die Hauptsache. So, und dann lassen wir es uns zu finden. Ach, der Mond geht auf. Die Sonne geht unter. Das ist das, was ich gemeint habe mit Tag-Nacht-Wechsel. Ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, das Spiel einfach mal im Kooperativmodus zu spielen, meldet euch bei mir. Dann können wir mal zusammen ein bisschen Kampagne durchspielen. Weil im Koop macht es halt mehr Spaß, als wenn ich es alleine mit ein paar Bots spiele. Die Bots sind mir einfach zu blöd. Und das Spiel macht mir Mords Gaudi. Wenn ihr Interesse habt, selber mal das Spiel zu spielen, kauft es euch. Dann gehen wir mal irgendwo los. Ich werde jetzt demnächst nochmal Operation Flashpoint höher zeigen. Dann könnt ihr euch selber auch mal entscheiden, vielleicht das noch zu holen. Gewehrschütze, ja, 400 Meter östlich. Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Ich hoffe, da kommt keiner mehr um die Ecke. Einfach nur schneller sein als ja, das war Operation Flashpoint. Wirklich weiß ich. Mal gucken, ob ich demnächst dann noch die zweite Mission spiele. Kommt dann immer drauf an, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr sehen wollt. Ja, auf alle Fälle mal wieder ein neues Spiel. Zieht es einfach mal rein, kauft es euch. Sehen wir uns irgendwann. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was da ist.
vorrücken! Mir folgen! Weg hier! Weggy! Ins Fahrzeug einsteigen! Saber, hier ist Saber 2. Fliegen zurück zur Basis. Saber 2 out. Saber 2, hier ist Saber. Capone übermittelt seine Glückwünsche für die gelungene Aktion. Der Angriff auf Skira kann morgen bei Tagesanbruch beginnen. Ruhen Sie sich aus. In den nächsten Tagen werden Sie wenig Gelegenheit dazu haben. Saber out. Das war's. Na dann, bis zum nächsten Part, beziehungsweise bis zum nächsten Spiel.